Also irgendwie fühlt sich ja momentan alles so richtig durcheinander an und irgendwie jetzt würde ich die ganze Zeit etwas warten und nichts passiert. Ich bin, glaube ich, aber generell auch so eine Person, der relativ schnell langweilig wird. Also wenn ich meine Gewohnheiten habe, die ich wirklich jeden Tag mache, wird mir schnell langweilig. Deswegen mache ich sie nicht mehr. Am Anfang des Jahres meinte ich, dass mein Leitspruch für dieses Jahr less but better, also weniger aber besser sein soll und genau das habe ich nicht gemacht. Ich war in letzter Zeit sehr unzufrieden mit meinen ganzen Gewohnheiten, da ich irgendwie alles so ein bisschen gemacht habe, aber nicht so richtig gemacht habe und nichts habe ich so regelmäßig gemacht, sondern alles nur so zwischendurch. Also ich habe meinen eigenen Ratschlag nicht eingehalten. Aber es bringt nichts, die ganze Zeit nur rumzujammern, das habe ich jetzt auch schon genug gemacht, sondern wir versuchen jetzt, diese Woche zu nutzen. Also ich habe jetzt gerade Ferien, ich glaube, die meisten von euch haben ja auch Ferien. Und wir versuchen jetzt, diese Woche zu nutzen als einen kleinen Neuanfang und als eine Reset-Woche, würde ich es mal nennen. Und wir werden versuchen, diese Woche einfach nochmal unser Leben zu reflektieren und unsere Gewohnheiten zu reflektieren und versuchen in Zukunft irgendwie ein bisschen besseren Alltag zu haben. Natürlich könnt ihr zu dieser Videoreihe immer wieder zurückkommen, falls ihr euch gerade mal schlecht fühlt oder falls ihr gerade mal so ein Reset haben wollt. Dafür soll das Ganze auch da sein. Ich kann nur so viel sagen, dass jetzt jeden Tag in dieser Woche ein Video online kommen wird mit verschiedenen Challenges und Ideen und Übungen, die wir machen können. Und ich freue mich sehr, falls ihr dabei seid und jetzt auch jeden Abend um 19 Uhr hier auf meinem Kanal Lara Emily vorbeischaut und wir das Ganze irgendwie zusammen machen. Das wäre sehr cool. Also wir nutzen den heutigen Tag, um ein bisschen zu planen, um ein bisschen die Woche zu planen und zu reflektieren, was wir überhaupt ändern wollen. Dazu brauchen wir ein Papier und einen Stift. Und ich liste jetzt mal alle Bereiche meines Lebens auf und schreibe dann mal daneben, wie zufrieden ich damit bin, beziehungsweise was da gerade schlecht läuft oder was gut läuft und was ich ändern möchte. Meine Haare sind so voluminös. Das mag ich ja gar nicht. Okay, also nach dieser Reflexion sind mir jetzt einige Punkte aufgefallen, die mir momentan nicht so gut gefallen. Und ich habe mir jetzt so einen kleinen Plan gemacht, was wir machen könnten in dieser Woche. Eine Sache, die mir persönlich nämlich sehr schwer fällt momentan, ist meditieren und Tagebuch schreiben. Das sind so Achtsamkeitsübungen, die irgendwie in meinem Leben nicht so eine Priorität hatten, obwohl sie es eigentlich haben sollten. Und deswegen ist auf jeden Fall eine Challenge für uns diese Woche, jeden Tag zu meditieren und Tagebuch zu schreiben. Falls eine Sache ist, die du natürlich machen möchtest, sonst natürlich nicht. Aber ich kann nur sagen, dass beide diese Sachen mir sehr in meinem Leben schon geholfen haben. Und auch nur Dinge sind, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Also vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen. Ein weiterer Punkt, mit dem ich nicht so zufrieden war, ist mein Koreanisch-Lernprozess, sage ich jetzt mal. Ich lerne mittlerweile seit 1,5 Jahren Koreanisch und ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit mir selbst, obwohl ich eigentlich schon einen krassen Fortschritt mache. Aber ich würde es gerne noch mehr machen und deswegen habe ich mir jetzt auch schon was ausgedacht. Und zwar habe ich mir eine Koreanisch-Lehrerin besorgt. Also ich habe jetzt eine private Koreanisch-Lehrerin, die mir hilft, auf das nächste Level zu kommen. Tonnen Tongmal, Joel Hesseo, Künde, Igolin, Muso, was soll ja, Togum. Dann ein Punkt, bei dem ich sagen würde, das läuft so semi bei mir, ist das Lesen. Also ich lese schon relativ viel, vor allem jetzt verglichen zu irgendwie 2019 oder so, wo ich fast gar nichts gelesen habe. Also ich habe jetzt diesen Monat ein ganzes Buch gelesen, dann habe ich noch ein Buch so halb gelesen, ein Buch viertel gelesen, noch ein Buch halb gelesen. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich würde mir nur noch wünschen, dass ich das wirklich jeden Abend mache, also dass ich wirklich jeden Abend lese, weil es öfter mal vorkommt, dass ich es einfach vergesse, beziehungsweise dann nur sehr, sehr wenig lese, also nur eine Seite oder fast gar nichts. Und da möchte ich darauf achten, dass ich das wirklich jeden Abend mache, da mir das Lesen sehr, sehr wichtig ist. Ein weiterer Punkt, den ich ändern möchte, ist so Self-Care und Leben genießen, wenn man das so ein bisschen sagen kann. Denn ich habe letztens mit meiner besten Freundin telefoniert und wir haben beide irgendwie gesagt, dass sich unser Leben momentan so in diesem Lockdown, im Winter, wenn es immer so dunkel ist, irgendwie so anfühlt, als würde man die ganze Zeit auf etwas warten und nirgendwo ankommen. Und also so vor allem jetzt mit dieser ganzen Corona-Sache, ich glaube, ihr kennt es bestimmt, dieses Gefühl, dass man irgendwie denkt, wir warten
warten auf irgendwas. Die warten, dass sich irgendwas ändert, aber es ändert sich halt nichts. Und so ähnlich geht es mit meinen Gewohnheiten und Routinen ein bisschen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, beispielsweise jetzt beim koreanischen Lernen war das immer so, ich habe immer gelernt, aber irgendwie bin ich nicht weitergekommen. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich meine koreanische Lehrerin habe, die mir da hilft. Und ihr kennt mich, ich bin einfach ein sehr ehrgeiziger Mensch, der sich immer in Arbeit misst, was nicht gut ist. Und ich möchte davon schon wegkommen und mir ein bisschen mehr auf mich selbst aufpassen, was das Ganze angeht. Also irgendwie fühlt sich ja momentan alles so richtig durcheinander an und irgendwie jetzt würde ich die ganze Zeit etwas warten und nichts passiert. Und das möchte ich ändern. Ich möchte nicht, dass ich auf irgendwas warte und auf Veränderungen warte und es passiert nichts, weil ich muss mich ja selbst verändern, beziehungsweise ich muss ja was ändern. Ich bin, glaube ich, aber generell auch so eine Person, der relativ schnell langweilig wird. Also wenn ich meine Gewohnheiten habe, die ich wirklich jeden Tag mache, wird mir schnell langweilig. Deswegen mache ich sie nicht mehr. Ich glaube, das ist halt auch so ein großes Problem bei mir. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, also wir haben jetzt so ungefähr einen Plan für die Woche und ich freue mich irgendwie mega, das mit euch zu machen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir jetzt Veränderungen wollen, beziehungsweise ihr mir bei meiner Veränderung vielleicht ein bisschen zugucken wollt und wir das Ganze ein bisschen resetten wollen, also so unseren Alltag, unser Leben. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du vielleicht da mitmachen möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch direkt schon morgen wieder bei dem ersten Tag, wo wir den alten Monat reflektieren werden und den neuen Monat planen werden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns hier morgen wiedersehen. Bis morgen!